Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired, so zuverlässig wie LeBron James. Wenn es drauf ankommt, sind wir da. Jeden Donnerstag 16 Uhr, ein Video hier, ein Video bei Björn. Heute machen wir ein kleines Nets-Spezial. In beiden Videos geht es um die Brooklyn Nets. Hier reden wir darüber, ob die Nets das Zeug haben, Meister zu werden. Und bei Björn geht es darum, was ein möglicher Titel für die Legacy der drei Stars bedeuten würde. Auch sehr interessant, Link natürlich in der Beschreibung. Und ganz tolle Neuigkeiten für euch, wir haben wieder League Pass Codes. Das heißt, ab sofort gibt es wieder jeden Donnerstag in beiden Videos jeweils einen Monatscode für den League Pass zu gewinnen. Kommentiert einfach mit, lasst eure Meinung zur Debatte da, packt euer Instagram-Handle dazu, damit wir euch kommentieren können. Dann picken wir in jeder Folge einen Gewinner und dann habt ihr einen Monat League Pass for free. Lohnt sich sehr. Und wir müssen noch kurz auflösen, was unsere tatsächlichen Meinungen aus der letzten Debatte waren. Hier ging es ja um die Suns. Ja. Sind sie Contender, ja oder nein? Viele von euch haben gesagt, auf gar keinen Fall. Was debattiert ihr überhaupt? Wie siehst du es in Wirklichkeit? Ja, ich hatte die dankbare Aufgabe, dagegen zu sein. Und ich bin auch wirklich dagegen. Also ein Contender sind sie nicht, aber sie verkaufen sich sehr gut dieses Jahr. Okay, also ich tendiere natürlich auch eher zu nein. Ich würde sagen, sie wären in der zweiten Runde ein Contender, je nach Matchup, wenn alles gut läuft, um vielleicht im best Case die Conference Finals zu erreichen. Aber da ist dann auch Ende. Also ich würde sagen, ich bin auch eher dagegen. Okay. Okay, haben wir das geklärt? Keine Sorge da draußen. Und ja, jetzt legen wir los. Björn, du bist der Gast. Du hast eben schon angekündigt, dass dein Opening Statement mich vernichten wird. Und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Es ist das kürzeste Opening Statement in der Geschichte von Shots Fired. Ich muss kurz dazu sagen, ich bin ja heute Anti. Also ich sage, die Brooklyn Nets gewinnen nicht den Titel. Und ich frage dich einfach oder bitte dich, folgenden Satz zu vervollständigen. Offense wins games. Punkt. Nee. Defense wins championships. Das ist die alte Basketballweisheit. Da hast du mich auch beim letzten Mal versucht dran zu kriegen mit dem Phil Jackson Zitat. Heute habe ich ein Zitat dabei, was noch älter ist als der Sport selbst. Offense wins games, defense wins championships. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Wir können auf die einzelnen Fragezeichen von dem Brooklyn Nets Team eingehen. Ist gar kein Problem, aber das größte und gravierendste ist die Tiefe und damit verbunden auch die Defense. Sie haben einfach für die Playoffs und gerade für die Finals keine Verteidiger. Der beste Verteidiger auf dem Feld ist Kevin Durant. Erwartest du jetzt von ihm, dass er die besten Spieler jede Nacht in einem Finals- oder Playoffs-Matchup verteidigt? In der Eastern Conference, wer verteidigt die richtig großen Jungs? Embiid, Giannis, in den Finals möglicherweise AD. Wer verteidigt die denn bei Brooklyn? Ja, du wirst mir jetzt ganz viel mit der Offensive kommen und sowas gab es noch nie in NBA History und die ballern doch eh jeden mit 130 aus der Halle. Möglicherweise, aber diese anderen Mannschaften, gerade die Bucks, die Clippers und die Lakers, die für mich so die besten Chancen haben, dieses Nets-Team wirklich zu schlagen, die haben auch sehr gute Offensivspieler, die haben ein sehr gutes Offensivrating. Und es ist nicht gesagt, nur weil Brooklyn drei ballerstarke Scorer hat, dass es plötzlich zum Championship-Titel reicht, wenn du auf der anderen Seite legitime, vollständige Teams hast, die zwar auch nicht top besetzt sind von 1 bis 10, aber zumindest so weit, dass sie dieses Brooklyn-Team an die Wand spielen werden. Und nochmal, defensiv, und das ist mein erster großer Punkt, sind die Nets weder ein starkes Playoff-Team und vor allem gar kein Contender. Okay, ich habe direkt eine Gegenfrage. Du sagst ja, Defense wins Championships. Mhm. Dann zeig mir doch erstmal die Defense, die dieses Trio stoppt. Zeig mir erstmal eine Defense in der NBA History, die in der Lage war, die beiden besten Scorer in NBA History als One-Two-Punch in einem Team zu stoppen. Mhm. Gibt keine Sample-Size, weil es das noch nie gab. Wir haben James Harden und Kevin Durant. Und wir können Kyrie Irving sogar erstmal außen vor lassen. Wir haben James Harden und Kevin Durant. Aber dann lass mich drauf antworten. Sowas gab es in der ganzen Geschichte der NBA noch nie. Und du kannst mir nicht erzählen, wie das jemand stoppen soll. Sagen wir, sie treffen in den Finals auf die Clippers. Okay. Haben die Clippers nicht das perfekte Personal mit Patrick Beverley gegen Kyrie Irving, mit Paul George gegen von mir aus Harden und Kawhi gegen Durant? Ist das nicht die beste Defense, die du überhaupt nur spielen kannst gegen so ein Trio? Wo war denn dieses perfekte Personal gegen die Nuggets? Die haben nicht mal das Two-Man-Game von Jokic und Murray stoppen können. Und du willst mir sagen, die haben jetzt die geheime Formel, um Harden und Durant zu stoppen? Wer verteidigt denn Kevin Durant? Ich sag dir, wer Kevin Durant verteidigt? Niemand. Niemand auf der Welt kann Kevin Durant verteidigen. Er ist gerade auf MVP-Kurs. 30,6 Punkte, 7,1 Rebounds, 5,8 Assists, 54% aus dem Feld, 48% Dreier, Career High True Shooting 67,5%. Du kannst ihn nicht stoppen. Er ist zu groß, er ist zu gut, sein Wurf ist zu konstant, er ist zu effizient, er ist zu smooth. Du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen gegen Kevin Durant. Und da habe ich James Harden noch nicht mal erwähnt.
Ja, okay, dann können wir jetzt einfach die Debatte ausmachen und allgemein unsere Kanäle, weil für die nächsten 5 Jahre gewinnt Kevin Durant ja eh jede Championship, weil er ist ja unaufhaltsam. Also das macht doch keinen Sinn, mir hier mit einem Spieler zu kommen. Weißt du, wer auch unaufhaltsam ist? LeBron James, den kannst du nicht verteidigen. Weißt du, wer noch unaufhaltsam ist? Anthony Davis, den kannst du nicht verteidigen. Hat schon mal jemand Kawhi Leonard verteidigt? Ich glaube nicht. Hat schon mal jemand Joel Embiid, wenn er richtig Bock hat, verteidigt? Auch das passiert nicht. Diese besten Spieler der Welt sind natürlich nicht zu verteidigen. Du redest hier von einem fiktiven, nicht mehr fiktiven Trio, aber von einem fiktiven Fit, den wir noch gar nicht gesehen haben. Dann lass uns zum nächsten Problem kommen bei dieser Big Three. Ja, natürlich hast du das vorausgesehen, dass ich darauf gehen würde, aber es ist ja auch nur natürlich. Ihr praised alle Kevin Durant und James Harden und Kyrie Irving. Hat sich jemals einer überlegt, wie das nicht in der Regular Season, wo sie alle noch Bock aufeinander haben und ja, cool, wir spielen zusammen, sondern wie sieht das in der Playoff-Serie aus, wo ekliger Basketball gespielt wird, wo langsamer Basketball gespielt wird? Da hast du den Fit einfach nicht. James Harden ist am stärksten in der Isolation, wenn er den Ball viel hat oder im Pick and Roll. Wer stellt genau den Pick für James Harden? Macht es einer von den beiden? Will Kevin Durant nicht lieber die ganze Zeit seine Pin-Down-Blocks laufen oder Pin-Down-Blocks bekommen? Das Skillset von Kyrie und Harden ist so krass überlappend, dass die sich eher neutralisieren. Beziehungsweise Kyrie wird so ineffektiv sein, weil er nichts kann, abgesehen davon, von dem, was James Harden halt besser kann. Und all diesen Space wird er nicht bekommen. Das heißt, er wird degradiert in eine Rolle. Du hast ihn in meiner Debatte auf meinem Kanal hast du ihn verglichen mit Kevin Love. Und genau das wird Kyrie Irving passieren. Er wird in der Ecke stehen, er wird dort sitzen oder stehen und wird dort schmollen und warten, dass er mal einen Pass bekommt. Das ist das Spiel. Du tust so, als wäre dieser Fit jetzt schon in Stein gemeißelt. Ja, das wird funktionieren. Aber es wird nicht funktionieren. Und nochmal, eine Mannschaft besteht aus mehr als 3 Spielern. Okay, aber du tust doch so, als ob der Fit in Stein gemeißelt ist, wenn du sagst, es wird nicht funktionieren. Gar nicht. Wieso du gehst doch genauso davon wieso aus. Wieso wird es nicht funktionieren? Du tust jedem einzelnen dieser Spieler absolut Unrecht. Du sagst, Harden kann nur Isoball. Das ist völliger Quatsch. Ich habe gesagt, ja, Pick and Roll. Er hat unter D'Antoni diese Isoball-Ära jetzt gehabt. Aber er war auch mal ein sehr, sehr guter sechster Mann zu Beginn seiner Karriere. Er hat zu Beginn in Houston Point Guard gespielt. Er kann das alles spielen. Was war denn los, als Chris Paul zu den Rockets kam? Alle haben gesagt, was ist das denn? Noch ein dominanter Ballhändler? Die brauchen doch beide den Ball. Wie soll das funktionieren? Das geht doch nicht. Was war, als Russell Westbrook kam? Das geht doch nicht. Wie soll das funktionieren? Die brauchen doch beide den Ball. Soll ich dir sagen, was am Ende passiert ist? Chris Pauls Usage Rate ist bei seinem Wechsel von den Clippers nach Houston sogar leicht gestiegen, genauso wie seine Würfe pro Spiel. Das gleiche gilt für Russ. Höhere Usage Rate in Houston, mehr Shots als OKC in der Saison davor. Ja, du schaust jetzt schon sehr ängstlich und verwirrt in deine Zettel. Nee, ich gucke einfach nur gerade, wie gingen denn diese Spielzeiten alle aus? Es geht doch nicht darum. Darum geht's, weil du erzählst mir ja was von einem Titel. Und nein, ich erzähle dir davon, und da wirst du mir zustimmen müssen, dass Harden und Chris Paul auf dem besten Wege waren, eine Championship zu gewinnen. Und Chris Paul hat sich nun mal in diesem ominösen Game 7 leider verletzt. Und das ist natürlich erheblich, wenn dein zweiter Superstar im entscheidenden Spiel zu Hause nicht dabei ist. Trotzdem haben die doch eine erfolgreiche Saison gespielt, oder? Bester Record, Platz 1 und diesen Juggernaut, dieses unbesiegbare Kevin Durant Warriors Team, an den Rande einer Niederlage gebracht. Das war das Spiel, das hat ihn die Championship gekostet, weil in den Finals haben die Cavs mit LeBron James und George Hill gewartet. Du warst da und es hat funktioniert und jeder hat gesagt, es wird nicht funktionieren. Usage Rate, alle brauchen den Ball. Nein, James Harden kann sein Spiel adaptieren. Er kann es adaptieren und du hast es doch in den ersten beiden Spielen gesehen. Wo hat sich da jemand was weggenommen? Harden 32, 12 und 14, Durant 42, 4 und 5 gegen Orlando, gegen Milwaukee Harden 34, 6 und 12, Durant 30, 9 und 6. Also für mich sah das sehr flüssig und harmonisch aus. Das war nicht extrem viel Isoball. Das sah schon oft auch nach Teambasketball aus und du siehst vor allem, dass die beiden es lieben, miteinander zu spielen. Die sagen sich doch beide, ey, so einen krassen Mitspieler hatte ich noch nie. Okay, Durant hatte Curry, das lassen wir mal außen vor, aber Harden wird doch sagen, ey krass, das ist mit Abstand der beste Spieler, den ich je hatte, dem gebe ich mit Kusshand den Ball. Okay, also, erstmal hast du gesagt, James Harden. Ich hätte gesagt, er kann nur Isoball, stimmt gar nicht. Ich habe gesagt, er kann auch Pick and Roll. Und dann meintest du, ja, das hat er unter Mike D'Antoni gemacht. Wer sitzt in Brooklyn nochmal auf der Bank neben Steve Nash? Das ist aber nur eine Sache. 43. Assistant Coach, das ist nur eine Sache. Die andere Sache ist, du vergleichst hier oder du bringst hier Vergleiche mit diesem Houston Rockets Team von 2018, das die Warriors fast zum Erlegen gebracht hat.
Doch, hast Nein, du gemacht. Nein, ich sag nur, dass James Harden gezeigt hat, dass er mit anderen balldominanten Spielern funktioniert. Aber das ist doch ein komplett anderes Szenario. Diese Mannschaft war doch ganz anders aufgebaut. Ja, aber aufgebaut. Du sagst, der du vergleichst wirklich Äpfel und Birnen, ja, wenn der du das Rockets-Team von damals mit heute von Brooklyn vergleichst. Du sagst, der Fit kann nicht funktionieren. Und ja, ich sage dir doch, dass es funktionieren kann. Ist Chris Paul bekannt als ein Scorer, der 25 plus macht? War er dafür bekannt in seiner Karriere? Nein, er war dafür bekannt, dass er sich in jeder Situation zurechtfindet, weil er einer der besten Point Guards aller Zeiten ist. Ist James Harden nicht adaptierbar mit anderen Stars? Nein, habe ich nie gesagt. Aber ist er erfolgreich mit anderen Stars? Diese Antwort ist er uns nach wie vor schuldig, denn er ist nicht erfolgreich mit anderen Stars. Es funktioniert Was nicht. Was ist denn die Sample Size? Wenn, ja, Was hat denn nicht funktioniert? Es hat mit Russell Westbrook nicht funktioniert, es hat mit Chris Paul nicht funktioniert, das hat mit Dwight Howard nicht funktioniert. Als Dwight Howard. Es hat davor als ja, und mit Isaiah Hartenstein hat es auch nicht funktioniert. Es hat davor als sechster Mann, was du ja gerne aufbringst, mit OKC nicht funktioniert. Was übrigens der letzte Quatsch ist, bringt nicht dieses OKC-Argument, wo Harden ein Afterthought war. Da hat niemand an wo er gedacht, 16 Punkte von der Bank gemacht hat? Er war ein Sixth Man, er ist heute ein MVP. Lies die Artikel darüber, dass die Heat gegameplayt haben für James Harden, weil er so gefährlich war. Guck mal, wie gefährlich James Harden in den Finals war. Ich habe die Statistiken gerade nicht parat, aber er hat absolut einen anderen Punkt. Sorry, das ist Disrespect ohne Ende. Okay, oh Gott, bist du eingeschossen auf diesen Fit, der noch überhaupt nicht funktioniert hat? Du hast mit dem Fit angefangen. Du hast gar nicht Kyrie gesehen. Du hast mit dem Fit angefangen. Als ein Problem und du stellst es so dar, als wären die beiden geboren füreinander. Ja, und Kyrie. Aber nein, lass uns weiterreden. Du kannst hier nicht die ganze Debatte für dich beanspruchen. Ich habe schon über die Defense gesprochen. Ja, die ist nicht gut. Für ein Championship-Team einfach zu schlecht. Reden wir über die Rotation, über die Spieler hinter der Big Three. Du wirst mir zustimmen, nachdem du so gerne die Rockets auch aufbringst von 2018, dass du nicht nur Stars brauchst, du brauchst auch fähige Rollenspieler, richtig? Die fähigen Rollenspieler von den Brooklyn Nets heißen Joe Harris, den ich als legitimen Spieler einstufe, DeAndre Jordan, der vor 4 Jahren das letzte Mal in den Playoffs war und seitdem 20 Minuten pro Spiel auflegt. Wir haben Jeff Green, sehen wir seit Jahren, talentierter Spieler, aber total hit and miss. Kann super kalt werden in den Playoffs, kann super performen in den Playoffs. Du weißt nie wirklich, was du kriegst. Dann haben wir noch Landry Shamet, der meiner Meinung nach nie wieder Minuten sehen wird, weil vor seiner Nase sitzen hier Kyrie Irving und James Harden. Und dann, wen hast du noch? TLC? Und das ist dann dein letzter Mann? Der Typ hat in seinen 3 letzten Playoff-Spielen 15% aus dem Feld geworfen und 10% von der Dreierlinie. Und das sind deine Leute. Sorry, nee. Zähl mir jemanden auf, den ich verlassen habe. Ich lass dir deine dreckigen Taktiken nicht durchgehen. Nein, du kommst mir, du startest gib mir einen mit, Namen. Ja, du startest mit DeAndre Jordan und springst dann... Ich hab mit Joe Harris gestartet. Ja, und springst dann zu TLC. Erstmal. Skip zurück, was Joe ich Harris. Gemacht hab. Joe Harris. Hab ich gemacht? Ja, ich weiß, aber okay, Joe Harris hast du so nebenbei kurz erwähnt. Ja, der kann gut werfen. Joe Harris ist ein elitärer Shooter. Es ist der beste Shooter mit dem... Ich brauche einen Videobeweis. Es ist der beste Shooter, mit dem James Harden je zusammengespielt hat. Es ist die perfekte Ergänzung für dieses Team. Jeff Green, ja, wirst du jetzt lachen, hat jetzt die beiden Spiele gestartet. Die Rotation wird sich natürlich nochmal verändern, wenn Kyrie Irving zurückkommt. Dann geht einer aus der aktuellen Starting Five auf die Bank und bringt dann nochmal Scoring von der Bank. Wie sah es denn jetzt aus in den ersten beiden Spielen? Gegen die Bucks scorte der Rest, also alle Spieler, die nicht Harden oder Durant heißen, 61 Punkte. Mhm. 34 davon durch Harris und Jeff Green. Ganz okay für die schlechten Rollenspieler. Gegen Orlando 48 Punkte vom Rest des Teams. 27 davon durch Harris und Green. Relativ konstant, relativ solide. Ist okay. Und wenn meine 3 Superstars wahrscheinlich 60 bis 90 Punkte pro Spiel machen, eher 70 bis 90, dann reicht das. Wer war denn, du hast gerade gesagt, DeAndre Jordan ist so schlecht. Wer war denn der Star-Center der Miami Heat, als sie Meister wurden mit LeBron James? Birdman Anderson, Joel Anthony, wer hat denn da Center gespielt? Hatten die so ein krasses Roster darum? Hatten die so ein krasses Roster? Diese Debatte. Ja, hatten die so ein krasses Roster? Mario Chalmers war Point Guard. Der hat danach nicht mal mehr einen Vertrag bekommen, beziehungsweise nur mit Biegen und Brechen. Also, du hast in diesen Superteams nun mal nicht die Star-Rollenspieler, aber du hast hier gute Rollenspieler, die ausreichen. Welche Frage soll ich beantworten? Du hast mir 8 in den Raum gestellt. Ja, dann sag mir, wer der dominante Center bei den Miami Heat war. Das kann ich dir erklären. Ja. Okay, ganz einfach erklärt. Die Big Three der Miami Heat war anders aufgebaut als die der Brooklyn Nets. Du hast bei den Brooklyn Nets 3 Spieler, die eher vom Perimeter aus agieren, die eher dribbelstarke Scorer sind und ihren eigenen Wurf kreieren. Bei den Miami Heat war Chris Bosh der entscheidende Faktor als Big Man. Ja, er war ein Stretch-Vierer, aber er hat 16 Punkte pro Spiel gemacht.
Ja, was total okay ist für den Big Man. Wer hat den legendären Rebound geholt vor dem Ray Allen-Wurf? Wer hat den Rebound geholt? Tu nicht so. Wie ist der Kommentar? Rebound Bosch, oder? Kriegen wir da nicht alle Gänsehaut? Also tu nicht so, als wäre Chris Bosch nicht wichtig gewesen. Nächstes Thema. Du sagst, und da sage ich den Leuten gerne, skip zurück, ich hätte irgendwelche Spieler unterschlagen. Ich habe gesagt, Joe Harris, legitimer Spieler, deswegen rede ich nicht weiter über ihn. Von mir aus ist er der vierte legitime Spieler. Ja, habe ich dir doch gegeben. Jeff Green, habe ich gesagt, ist Hit and Miss. Und weißt du, woher ich das weiß? Du redest ungefähr in jeder Debatte von den 2018er Cavs, die LeBron James in die Finals getragen hat. Und da sagst du immer, so ein Trash-Team. Und ja, die hatten höchstens den und die hatten höchstens George Hill. Du hast noch nie, und ich bitte euch zurückzugehen in jede Shots-Fired-Folge, du hast noch nie Jeff Green erwähnt, bei dieser Mannschaft. Und warum? Weil Jeff Green immer wieder schlechte Leistungen bringt, gute Leistungen bringt. Er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht an der Seite von James Harden und Kevin Durant. Wow, Leistung. Erstmal Shoutout an Jeff Green. Er hat auch Game 7 in Boston gewonnen für die Cavs. Da war er da. Okay. Da war er der Einzige, der LeBron unterstützt hat. Ich wundere mich trotzdem, warum du ihn nicht erwähnt hast. Wenn ich sage, die 18er Cavs waren Trash, dann im Vergleich zu den KD Warriors hatten sie keine Chance. Ja, Jeff Green hat da gespielt. Ich will damit dann nur sagen, LeBron James hatte keinen weiteren Star an seiner Seite. Er hatte Kevin Love, okay. Aber dieses Team war im Vergleich zu den Warriors nicht würdig, in den Finals zu stehen. Habe ich auch nie behauptet. Damit will ich nicht sagen, dass Jeff Green Trash ist. Ja, er ist nicht konstant. Und ja, er ist rumgewandert. Und ja, er wird dir nie konstant diese Zahlen geben. Ich stell dir aber eine Frage. Er reicht in diesem Team aus. Der wieviel beste Spieler ist Jeff Green in deiner Mannschaft? In dieser Mannschaft? Ja. Wahrscheinlich der sechst- oder siebtbeste Spieler. Okay, dann will ich aber wissen, wer davor ist. Weil wir haben die drei, dann sagst du wahrscheinlich Joe Harris. Dann sind wir bei Joe vier. Harris. Und wer dann? Weil wenn Jeff dann Green dein fünftbester Spieler ist, hast du ein Problem. Wenn Warum? Er dein siebtbester Spieler ist, nicht. Okay, wer ist denn der fünftbeste Spieler bei den Championship Lakers gewesen letztes Jahr? Bei den Championship Lakers letztes Jahr? Also dieses Jahr im Sommer. In der Bubble. Ja, ich muss überlegen. Es ist LeBron AD. Rondo war mit der Beste danach. Ja, du hast mich, Alter. Ja, ich hab dich. Es wird dann dünn. Es wird dann schon dünn. Und genauso, deswegen habe ich auch gerade das Heat-Beispiel genannt, es wird dann irgendwann schnell dünn. Weil irgendwie musst du ja in der Lage sein, diese drei Superstars an Bord zu holen. Es wird dann dünn. Abgesehen davon haben wir den Buyout-Markt noch gar nicht betrachtet. Ja, da wird auch noch was passieren. Ja gut, lass in fiktive Sphären jetzt gehen. Nein, aber natürlich... Woher sollen wir denn wissen, wenn sie picken? Natürlich werden die sich noch verstärken. Natürlich werden die noch schauen, dass die ein bisschen Rim-Protection und auch 3&D bekommen. Das werden sie noch machen. Aber auch jetzt, das ist ein absolut legitimer Supporting-Cast. Natürlich haben sie nicht mehr die Tiefe, die sie hatten. Aber du hast eben auch ein Trio, was es noch nie gab. Drei kurze Fragen. Okay. Nenn mir das beste Trio in der NBA. Das beste Trio in das der beste NBA Trio, aktuell. Talent-wise, die Nets. Genau. Nennen wir das beste Duo in der Eastern Conference. Harden und Durant. Genau. Aber mit dem Vermerk, dieses Duo funktioniert nicht, wenn Kyrie daneben steht. Da sind wir bei dem Fit. Und ich meine das wirklich wir ernst. Du unterschätzt es. Deine beiden Antworten waren jetzt zweimal Brooklyn. Mhm. Das lassen wir erstmal so stehen. Dritte Frage. Nenn mir ein besseres Scoring-Duo in der gesamten NBA. Pures Scoring. Harden und Durant? Oder Harden und Durant? Ja, okay. Also du hast ihn jetzt auf alle drei Fragen mit den Nets geantwortet. Aber die drei Fragen und dein ergeben nicht das Ergebnis dein Championship. Einziges das Argument. Ist einfach nur, dann warum, kann ich dich fragen, was warum ist das vielseitigste okay, Duo? Warum was sind, ist das vielseitigste warum, Duo? Okay, warum, Lakers, warum sind die Heat Meister geworden? Weil sie das beste Trio hatten. Warum sind die Lakers Meister geworden jetzt? Weil sie das beste Duo hatten. Ja. Die Nets haben das beste Duo, das beste Trio. Sie sind in meinen Augen im Osten nicht zu schlagen. Und sie haben gegen jedes Team aus dem Westen eine Chance. Ich frage mich, wer 2011 das beste Trio der NBA hatte, talent-wise. Ach. Ich frage mich, wer 2011 das beste Trio hatte, scoring-wise. Ich frage mich, wem man da die Championship eigentlich gegeben hätte. Und dann plötzlich, und warum man hat braucht das, mehr für die Championship als und Talent. Wir wissen alle, warum das nicht funktioniert hat. Das war der infamous Meltdown von LeBron James, wissen wir alle. Talent-wise hätten die das Ding gewinnen müssen. LeBron James war da noch, wie er auch selber gesagt hat, im College. Er hat da noch gelernt. Er musste da erst lernen, ein Champion zu sein. Mhm. Das hat aber zum Beispiel ein Kevin Gut, Durant. Harden schon das weiß. Hat ein Kevin Durant hinter sich, das hat ein Kyrie Irving hinter sich. Das Harden haben die doch hinter sich. Okay. Harden war aber schon in den wichtigsten Momenten. Er war du erzählst mir dauernd nur, wie toll dieses Trio ist. Du gehst überhaupt nicht auf meine Punkte ein. Doch, nein, deswegen lass mich noch das letzte Fragezeichen bringen, damit die Leute da draußen wenigstens eine ordentliche Debatte haben. Sag mir, wer in der Crunch-Time den Ball bekommt.
Das ist scheißegal. Nein, es ist nicht. Es kann Kevin Durant sein, es kann James Harden sein, es kann Kyrie Irving sein. Ah ja. Es sollte in der Regel Kevin Durant sein. Okay. Aber du kannst es auch vom Matchup abhängig machen. Das ist ja die Gefahr, die du hast. Es gibt Teams, da weißt du, wer am Ende den Ball bekommt. Hier weißt du es nicht und du hast drei Spieler, die dich killen können in der Crunch-Time. Genau, alle drei können dich killen. Alle drei sind eigentlich gegen jeden ein Mismatch, oder? Da sind wir uns einig. In der Regel. Okay, das heißt, wenn Kyrie Irving den letzten Wurf nimmt in einem Spiel, weil er einfach sagt, nee, ich fühl's und das Play ist aber für James Harden gemalt, es passiert trotzdem in der NBA, dass dann der Star ausbricht oder jemand, der sich das zutraut und sagt, ich mach das Play. Wenn Kyrie diesen Wurf verwirft oder wenn Harden den Wurf verwirft, der für ihn gezeichnet wurde, gemalt wurde und Durant und Kyrie stehen daneben, die denken sich bestimmt nicht, ja, nee, ist okay, finde ich gut, dass er den Wurf genommen hat. Das sind absolute Alpha-Dogs, die beiden. Oder alle drei. Kyrie der Einzige, der ein bisschen Beta ist und ein bisschen die Verantwortung auch abgeht. Wir haben noch nie gesehen, dass Kevin Durant oder James Harden mit einem besseren Spieler an ihrer Seite gespielt haben. Kevin Durant tut es auch jetzt nicht, aber er spielt mit einem Spieler, der denkt, er ist besser. Möglicherweise sogar zwei Spieler, die denken, sie sind besser. So. Nein, lass mich ausreden. Am Ende des Tages wird es ein Problem geben in der Crunch-Time bei einer Mannschaft mit drei Typen, die alle meinen, ihnen steht der letzte Wurf zu. Darauf haben die ihre ganze Karriere aufgebaut. Du tust so, als ob das irgendwelche Highschool-Juniors wären, die jetzt erstes Jahr Varsity spielen und auf dicke Hose vor den Cheerleadern machen wollen. Die Menschen sind erwachsen. Was hat Kevin Durant gemacht in Golden State? Hat er sich nicht untergeordnet? Hat er weniger Würfe genommen? Hat er nicht. Er hat weniger Würfe genommen, doch. Wer hat die entscheidenden Würfe genommen? Er war der unangefochtene Leader. Ich meine, weniger Würfe insgesamt. Ja, er war der unangefochtene Leader und hat sich in dieses Teamgefüge eingegliedert in Golden State. Ich rede von der Crunch-Time. In der Crunch-Time, okay. Wer hat die Würfe genommen? KD. Okay, und war Steph Curry dann angepisst? Nein, weil Steph Curry ein anderer Charakter ist. Okay, und wo ist James Harden? Wo war James Harden angepisst? Wo war James Harden angepisst, wenn Chris Paul mal einen entscheidenden Wurf genommen hat? Ey, die sehen Leute, doch, ich habe es erst vor zwei Tagen in meine Story gepostet. Diese Szene, wo James Harden auf der Bank sitzt, Chris Paul geht zu ihm, erklärt ihm irgendwas, hält ihm danach die Faust hin, um zu symbolisieren, ey, lass jetzt zusammen angreifen. Und James Harden schlägt die Faust weg, wie ein Teenager. Du sagst, die drei verhalten sich nicht wie Teenager, das sind die drei fragilsten Egos in der ganzen NBA. James Harden hat vor seinem Wechsel erst bewiesen, wie unreif er ist. Kyrie Irving, ich will nichts unterstellen, war jetzt einfach zwei Wochen weg, wahrscheinlich aufgrund von mentalem Stress. Und Kevin Durant ist die größte Diva mit 5 Burner-Accounts in der ganzen NBA. Und die drei sollen es jetzt hinbekommen, etwas zu schaffen, was kein anderer Superstar je geschafft hat. Warum gibt es denn diese Trios nie? Warum hat denn Michael Jordan nicht mit Charles Barkley zusammengespielt? Wieso hat denn LeBron nie zusammengespielt mit Kevin Durant? Weil es einfach nicht geht, die sind zu gut. Du kannst auch Joel Embiid und Anthony Davis nicht zusammenstellen oder AD und Giannis. Das geht einfach nicht. Ja, was soll ich sagen? Dein Punkt ist jetzt einfach, die sind alle drei unreif, die werden alle drei angepisst sein, die wollen alle drei Alpha-Tiere sein und damit wird es nicht funktionieren. Es gibt kein Fit und fertig ist. Ich sehe das komplett anders. Die drei sind erwachsen und was haben die alle gemeinsam? Die lieben diesen Sport, die wollen einfach nur Basketball spielen. Was sagt Kyrie Irving immer? Dieser ganze Medienzirkus, das Geld, der Reichtum, ich liebe einfach nur das pure Spiel. Solche Quotes hast du von Kevin Durant auch schon gehört. James Harden, ja, toll. James Harden liebt das Spiel. Wir haben selber gesagt, er hat das Spiel revolutioniert. Die wollen einfach nur Basketball spielen. Und wenn es am Ende darauf ankommt, dass einfach nur Basketball gespielt wird, kann keiner dieses Talent matchen. Und ich sage, die drei werden Basketball spielen. Kevin Durant hat bewiesen, dass er sich unterordnen kann. James Harden hat bewiesen, dass er mit dominanten Ballhändlern zusammenspielen kann. Kyrie Irving hat mit einem der balldominantesten Spieler ever eine Meisterschaft zusammen gewonnen. Die drei haben es alle schon bewiesen, dass sie es können. Und die werden Bock zusammen haben. Du hast doch James Harden gesehen, Kid in a Candy Store jetzt in Brooklyn. Der ist glücklicher denn je, hat wie durch ein Wunder in zwei Nächten 15 Kilo abgenommen, ja, weil er einfach so glücklich ist und die freuen sich und die haben Bock und die werden das Ding gewinnen. Okay, also ich glaube, James Harden liebt am allermeisten die Stripclubs. Ich sag dir noch ganz kurz, wie du die Nets schlagen kannst. Es ist nämlich gar nicht so schwer, ein Team, das aus Scorern besteht, mit keinem herausragenden Verteidiger außer Kevin Durant und mit niemand, der reboundet, ist es nicht besonders schwer, diese Mannschaft zumindest müde zu machen und es ihnen schwer zu machen. Nummer 1, du attackierst in jedem Angriff James Harden. Du holst dir den Switch, genauso wie damals immer mit Curry in den Finals bei Golden State. Warum sind denn die Leistungen von Curry so gravierend schlechter immer gewesen in den Finals? Ja, warum? Weil er in jeder Possession gegen LeBron 1 gegen 1 spielen musste, weil die Cavs so lange Pick and Roll gespielt haben, bis er auf ihn geswitcht war. Du machst Harden also in der Defense müde.
Dann, du verteidigst alle drei One-on-One. Mhm. Können sie dich zerstören One-on-One? Natürlich. Mhm. Aber wenn du sie Double-Teamst, hast du das Problem, dass sie alle drei gute Passer sind. Und dann hast du es noch schwerer, wenn du 4-3 spielen musst. Deswegen verteidige sie One-on-One. Switch jedes Pick-and-Roll, so wie es deine geliebten 2018er Houston Rockets gemacht haben. Zwing sie zum Drive. Ja, lass sie nicht werfen von der Dreierlinie. Mach den Dreier wirklich zu. Gib ihnen die schweren Finishes inside. Und am Ende des Tages nutz aus, dass sie keine Bank haben und nutz aus, dass sie keine gute Defense spielen und score einfach in den Situationen, wo die Stars der Brooklyn Nets auf der Bank sind. Natürlich sind die nie zu dritt auf der Bank, aber du wirst trotzdem Fenster finden, wo sie am angreifbarsten sind und da schlägst du zu. Und da kannst du jetzt noch so sehr mit den Augen rollen am Ende des Tages. Für diese Taktik haben 4 Teams das Personal, nämlich die Bucks, die Clippers, die Lakers und möglicherweise sogar die Sixers. Du kannst noch so sehr dieses Trio hochloben, aber am Ende des Tages ist Basketball eine Teamsportart. Und du hast 3 Typen, die alle denken, sie sind the man. 3 Typen, die alle schon mit ihren Co-Stars nicht harmoniert haben. 3 Typen, die es noch nie geschafft haben, den Ball wirklich zu scheren. Warum ist denn Kyrie Irving weggegangen von Cleveland? Weil er sein eigenes Team gebraucht hat, nachdem er die Championship gewonnen hat. Weil er zu groß war plötzlich für Cleveland und für den großen LeBron James. Du hast keine Mannschaft dort. Du hast ein Trio, das talentiert ist. Und wenn sie sich am Buyout-Market von mir aus jetzt super verstärken mit 3&D, ja, dann sehe ich noch, dann können wir nochmal die Debatte führen. Aber jetzt aktuell sind sie das dünnste Championship-Team. Sie haben das höchste Talent von mir aus. Aber mit Talent gewinnst du nicht die Championship, denn wir wissen, Defense wins Championships. Okay, dann hast du jetzt nochmal sehr elegant alle deine Punkte hier eingebracht. Falls sie jemand alle da draußen, Falls jemand da draußen vergessen hat, was ich euch nicht übel nehmen kann, denn die meisten Punkte sind zum Vergessen. Ich finde es auch interessant. Ich finde es auch interessant, dass du einfach in so einem Nebensatz nochmal drops. Harden hat es nie geschafft, mit anderen Spielern zu koexistieren, wo ich dir gerade hier Zahlen geliefert habe, die genau das Gegenteil bewiesen haben. Aber ist ja auch egal. Die Debatte ist, gewinnen sie den Ring. Genau. Nicht können sie koexistieren. Müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden. Danke für die Tipps, wie man die Nets schlagen kann. Ja, ist ja relativ easy. Ich werde gleich mal meinem Coach schreiben, ob der vielleicht irgendwie ein Testspiel arrangieren kann gegen die Nets, weil mit den Tipps schlagen auch wir die. Und jeden Take ins Lächerliche nein, zu ziehen, im Endeffekt, gewinnt dir nicht nein, die Debatte. Nein, aber du stellst dich hin und sagst, es ist ja eigentlich ganz einfach, die Nets zu schlagen. Nein, man ich habe nur gesagt, diese, das ist die Formel. Also du solltest vielleicht so einen Online-Kurs machen für NBA-Coaches, mhm, wo du denen sagst, wie man jedes Team schlagen kann. Ja, jetzt auf Skillshare. Also, ja. Das Video ist gesponsert von Skillshare. Wenn es so einfach ist, dann macht das doch einfach alle. Frag mich, warum die Bucks das nicht gemacht haben und warum die Magic das nicht gemacht haben. Es war ein Regular-Season-Game. Wir werden es einfach die Debatte. Okay, bitte. Leute. Jetzt entscheidet ihr. Seht ihr die Nets als Championship-Aspiranten oder vielleicht sogar als Champion? Was ist für euch das Ceiling der Nets? Seid ihr auf Björns Seite? Seid ihr auf meiner Seite? Lasst einen Kommentar da. Wie gesagt, jeder Kommentar mit Instagram-Handle nimmt automatisch an der Verlosung des League Pass Codes teil. Das gleiche gilt für das Video bei Björn. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Es baut quasi hier auf diesem Thema auf. Auch sehr interessant. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Schutzfeiert. Bis dahin, haut rein. Ciao.